Dann los. So, YouTube. Servus. Servus. Wir fahren in die falsche Yes. Richtung. Super. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skump. Skump, Alter. Wo sind wir denn da? Also, wir wollen hier hoch. Ja, zu der großen Berlin. Stadt hätte ich gedacht, oder? Achso, ja, also ich will als erster zu diesem Ringeldingel dort, weißt du, Ringeldinge, also über den Feldweg-Ding. Feldweg, okay. Ja, richtig. Da will ich als erster hin. Dann fahren wir da lang. Vielleicht finden wir da wieder Stoßstangen. Wäre nicht schlecht. Die auf Die ist einmal weg. weg ist, genau. Ich habe so viel Klumpert-Einhängern. Ich habe schon wieder eine Fuse. Jetzt einmal Zeit, dass wir die nutzen. Ringeldingel, du musst. Da weiter geradeaus, ja. Achso, nee, nicht hier. Sicher? Das ist der Hauptweg. Du musst Geradeaus, den da hoch. Nebendinger, ja. Genau da nach links. I believe. We can fly. I believe I can Und fly. Wolf. Oh ja, geil! Das hat ihn nicht interessiert. Juckt ihn anscheinend gar nicht, oder? Das ist der. Ach, hat man jetzt nicht, dass wir Tiere nicht überfahren können? Haben wir doch beim Ah Hühnchen auch ja, gehabt, korrekt, genau. korrekt, korrekt, korrekt. Ist da unten? Nee, ist ein Warte, er Stein. heute. Warte. Ich habe keine Angst vor einem verfickten Wolf. Entschuldigung, dass ich so rede, aber ich habe keine Angst vor einem verfickten Wolf. Wo ist er? Der ist da runtergerannt. Oh, mir ist kalt. Wolfgang! Oh, Wo meiner muss, bist du? glaube Da ich. hinten ist er. Irgendwas stimmt mit meinem gerade nicht. Oh, ich muss pinkeln ganz dringend. Fabian, er ist gelegt. Ich habe uns den Wolf gelegt. Glaube, ich muss mal kurz mal Jocken anziehen, weil hier ist mir sehr kalt. Der liegt aber komisch. Platsch, flitsch, flutsch, flutsch, platsch, flutsch, flitsch. Ja, vielleicht ist mir jetzt ein bisschen wärmer. Gut. Oh nein, er nimmt das Katana zum Zerstückeln. Kann ich den Wolf nicht einfach tragen? Aber was kann ich aus dem Ding machen? Köcher, Tierhartjacke. Das wäre auch interessant. Stimmt, ja. Tierharthose. Aber wie viel Tierhaut brauchst du dafür? Nur einmal. Okay. Weil wir haben nämlich Aber sogar. ich kann dir einen Wasserbehälter machen, einen improvisierten. Den mache ich dir jetzt da. Nee, lass mal. Nein, Habe ich jetzt. wir hätten doch noch mal Fell gehabt. Wir haben doch im Auto auch noch mal Fell. Da hätten wir uns beide eine Felljacke machen können oder so. Okay, dann lasse ich es. Aber ich kann es gerade nicht einhängen, das Ding. Es ist einfach zu riesenschwer für Ja, dann mach doch gleich die Jacke. mich. Ja, und dann kann ich die nicht einhängen. Was mache ich dann damit? Kurz in die Hand nehmen, bis wir im Auto sind. Das ist nicht zu weit weg. Man Du kann doch siehst. das nicht in die Hand nehmen, oder? Man kann Kleidungsstücke doch nicht in die Hand nehmen. Man kann das doch nicht in die Hand nehmen. Ich mach mal die Jacke. Wobei, die sieht gar nicht so cool aus, gell? Nee, gar nicht. Aber wurscht, wen machen Sie jetzt? Die Maske wäre cooler gewesen, aber du magst keine Masken, gell? Nee, Masken sind für. Ah, jetzt habe ich es an. Inventar öffnen, hat aber nicht so viel Platz. Oh ja, hat eigentlich schon viel Platz. Wo kann ich die jetzt hin tun? Hier nicht. Schauen wir mal, ob ich sie in die Hand nehmen kann. Nee, geht nicht. Siehst du, Betsy, ich hab's ja gesagt. Immer wieder dasselbe mit dem Betsy Boy. Dann tu es doch in den Rucksack, sonst nimm's ich dir ab. Oder ich habe keinen Platz, Ja, dann ich weiß nimm's nicht, oder ich. soll Gott. ich mit verdammt nochmal Zeichensprache anfangen? Kein Platz, du Penner! Oh, das Wolfsbein ist riesig. Können wir das grillen? So, ich renne jetzt mit Wolfskopf herum. Hast du das, dass du die Jacke mitgenommen hast? Ja. Hast. Aber ich krieg irgendwie. Ich will den Wolfskopf bei uns an der Base irgendwie so dran machen. Das Fleisch ist so riesig. Ich krieg das Fleisch nicht. Achso, wir können ja mehrmals hin und her. Ja, kannst du zerlegen noch.
Nochmal? Kannst du, also, ja, kannst du eigentlich. Zerlegen, tatsächlich. Ach stimmt, das war der ganze Tor so. Wäre ein bisschen viel gewesen. Ja. Oh Gott, der gibt aber gut Steaks, du. Ja, ja, dann machen wir uns geil Wolfsteak. Hier, zwei liegen noch für dich da. Kann man den Knochen da oben, das Bein können wir da auch noch zerlegen. Hier. Ja, stimmt. Epiderme untersuchen. Was, ein Bündel Dietriche. Dann stecke ich das zusammen, ne? Das ist nochmal ein Steak geworden, okay. Aha. Aha, jetzt habe ich ein Bündel Dietriche. Genau, ja geil. Okay. Julio, jetzt habe ich dann wieder ein bisschen mehr Platz. Kann ich auch einen Bündelschraubenzieher machen oder nicht? So, jetzt haben wir nur keinen Platz mehr für die Jacke im Auto. Aber warte mal, wir haben zweimal Handschuhe im Auto. Die kann ich schon mal wegtun. Da können wir dafür mal ein Steak tun, weil die Handschuhe sind echt schlecht. Improvisierte Angel. Was war man dafür? Ah, okay, nicht viel. Das Fett lassen wir liegen. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Fett machen. Essen einfach. Also braten Geschmack kann man's prüfen. Nicht. Geschmack prüfen, bestand da jetzt nichts. Cool. Vielleicht was ist cool, Alter? Ist cool. Ich esse jetzt einfach, Alter. Das ist voll cool, Alter, Fett. Naja, gut, das würde sagen. Steht das drauf. Sollte dich. Ach, brauchen wir eigentlich noch leere Dosen für den improvisierten Grill? Nee, ne? Schmeckt irgendwie komisch. Oh ne, nicht ankrotzen jetzt, Brudi. Ja, ich weiß nicht, einfach so Fett essen ist, glaube ich, auch nicht gut. Bruder, ich muss pipi. Schon wieder? Du warst doch gerade erst. Jetzt ja. Ich hab das immer Alter. Noch, ich habe immer noch ein Alter. Kältegefühl. Ach, das Alter. Ich kann nichts mehr ozieren sonst. Ich kann Bini ozieren und dann, genau, dann ziehe ich Bini und lasse ich den Hut da. Jetzt ziehen wir die Bini Ohr. Vielleicht ist das ein bisschen wärmer. Hä? Warum hat das jetzt nicht Ohr? Ich hab da trotzdem irgendwas. Habe ich noch? Gesundheit? Übelkeit. Ah, so. Ja, ich habe doch Ausrüsten gedrückt. Habe jetzt falsch gedrückt? Hat das vielleicht ins Inventar gesteckt? Na, auch nicht. Was hat er denn jetzt mit der Bini gemacht? Machen, fahren. Ja, jetzt ist die Keut. Ich weiß. Warte mal, da muss man da. Bist du das? Na, dann auch. Mein Kollege ist übel. Ja, den ist übel gewesen. Ich habe mir gedacht, jetzt kotze ich schnell. Aber da ist wieder super ist, weißt du? Schütz dich, schütz dich, schütz dich, schütz dich. Nahkampf bin ich auf 98% schon. Stehen in der Prozente. Nahkampf bin ich immer noch 1%. Wie kann das sein? Obwohl ich Level-Könner aber bin. Oder kann das sein, weil ich erst gelevelt bin? Was bist ja, du für? Ja, ja, das ist. Ich bin auch Könner. Du siehst ja diesen Kreis daneben. Ja. Ne? Halbkreis, Viertelding. Ein Viertel, dann kommt die nächste Stufe. Beim nächsten Viertel wieder eine Stufe. Zack, zack, zack. Und es geht immer so weiter. Okay. So. Ah ja, genau. Jetzt fahren wir zu diesem Ringding. Genau. Moment, das ist glaube ich egal, wie wir fahren, ne? Nee, ist es nicht. Wir hätten abbiegen müssen. So, wo fahren wir jetzt hin? Ah, jetzt weg von dem Ringding. Okay. Ja, der Beifahrer schaut eigentlich auf die Karten, gell? Ja, gut, aber...
ich bin halt kein guter Navigator, Betsy. Lass mal es einfach gut sein. Ja, du bist doch auch kein guter Fahrer. Also was machen wir denn? Oh, Military Base. Ja, das freut mich jetzt weniger. Wieso? Weil da vielleicht Stammviehs sind. Oh, das war knapp. Habe ich zum Glück nicht gesehen. Bin ganz knapp an dem Baum vorbei. Nee, aber da burns, oder? Da brennt, das ist alles. Ja, ist auch offen. Ja, ja, ist im Arsch. Da gibt's keine Max. Stopp! So, hier schon Stoff, fahren wir doch hoch. So, du kannst jetzt mal versuchen, das Tor zu öffnen. Ich habe es letztens einfach nicht hinbekommen, weil ich mich einfach blöd gespielt habe. Dass er mir auch die Tür nicht zumacht. Oh, ich habe hier Munition. 5,45er, 39 mm. Brauchst du die? Ich weiß nicht, ich nehme sie mit. Nee. Du weißt das auch nicht, okay. Am Eingang soll ich gehen. Und wo hacke ich jetzt hier? Keycard missing steht hier. Ja, ja, genau. Dann kann man ja nicht rein, oder? Wenn man keine Keycard haben. Kannst du nicht F gedrückt halten? Doch. Hackcard Reader. Richtig. Und da hackst du dann. What? Der Left Side Exit Glation und weiß. Flip in. Ja, ist Blödsinn. Du hast nämlich, glaube ich, rechts hast du Zahlen stehen. Rechts hast du Zahlen stehen und die musst du links auch stehen haben. Dieselben. Musst du irgendwie so richtigen Schalter an- und ausmachen, dass auf der rechten und auf der linken Seite dieselben Zahlen stehen. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier Schalter... Nee. Hier. Jetzt steigt die. Das ist, glaube ich, nicht gut. Aber es rennt eine Zeit ab, gell? Also ja, ich sehe schon. Möchte ich nicht stressen, Betsy. Jetzt müsste ich 100 runterkriegen. Wo ist ein Schalter mit nur 100? Oh Gott, der hat mich jetzt erschreckt. Nee. Oh, Zocki, bitte nicht. Alles gut, das war nicht so ein Brüller. Scheiße. 520, 520. War das jetzt richtig? Oder war die Zeit vorbei? Warte kurz. Ich hatte dieselbe Zahl, aber ich hatte nicht dieselbe Zahl wie links, glaube ich. Ich höre ein Baby. Ich glaube, das war falsch. Hey, ich habe ein Baby gehört. Das finde ich schon wieder zu gruselig, Zocki. Alter, da ist einer mit dem Oberkörper. Da ist, komm mal zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Wo bist du denn? Du schau mal, wo ein Name steht. Ich sehe keinen Namen, du bist zu weit weg. Nein, dreh dich um, ich sehe dich ja auch. Ach, da hinten bist du in die Richtung. Ich habe in Richtung Base geguckt. So, bleib jetzt hier bei mir stehen und sag ruhig. Warte, warte, es kommt sicher gleich wieder. Warte noch. Kommt safe gleich wieder. Endlich bewegen. Psst. Wo ist es jetzt? Da war ein Baby. Du bist das Baby. Nein, du. Okay, da kommt es anscheinend doch nicht mehr. Erst da war ein Baby. Das hast du gehört. Oder bin ich jetzt. Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber. Ich habe auch noch nie Baby gehört, was mehr gemacht hat. Da drin ist ein Biest, oder? Wo? Komm zur Tür. Ach, ein Bunker.
Ja, es Ach, wir kommt zur kommen ja nicht Bunkertür. rein. Aber komm mal ruhig zur Tür, dann hörst du ihn. Jetzt lass mich doch kurz hier oben umschauen, okay. Vorhin ruft er mich wegen einem Baby, was nicht da ist. Ich Kann wusste man das das. nicht neu starten irgendwie, dass ich das auch versuchen kann? Ich wusste, dass die Pilze ihm nicht gut taten. Fünf Meter langes Seil. Ja, habe ich auch anstecken. Können wir uns damit irgendwo abseilen? Nee. Wäre aber cool. Ist wieder, oh, hier ist ein Hemd. Ein Holzfällerhemd, das ziemlich kurz nur. Das nehme ich mal mit. Warum liegen eigentlich immer noch Weihnachtskugeln hier rum? Es ist doch Weihnachten schon lange vorbei, oder? Ja, wer soll es wegräumen? Naja. Ja, die Typen, die sie verteilt haben. Ihr seht schon, du hast doch safe auch Weihnachtskugeln daheim. Nee. Wie? Nee. Ich habe keine Weihnachtskugel daheim. Das war ja, aber du kennst ja welche, aber. Also ich habe Weihnachtskugeln schon zu Hause. Ja. Also. Schiebst du eine ganz schöne Kugel mit dir rum, ne? Ja, die leuchtet im Dunkeln. Deine Kugel leuchtet im Dunkeln. Ja, richtig. Seit wann das? Das ist aber neu. Nee. Hat sie früher nicht gemacht. Woher willst du das wissen? Tja. Tja, ich beobachte deine Kugeln. Hobby. Ich könnte Nägel mitnehmen. Die könnten wir für den Baseballschläger. Wir haben ja keinen Platz mehr im Auto. Warum nehme ich überhaupt so viel mit? Ja, warum ist denn das so zerlegt, der Typ da? Ja, wir haben keinen Platz mehr. Alles, was du mitnimmst, musst du im Rucksack behalten. Ja, und ich habe jetzt nämlich, ich habe in der Motorradjacke aus Leder, habe ich eine Motorradjacke aus Leder. Macht natürlich Sinn. Bringt es dann auch jetzt noch viel, wenn wir weitersuchen oder sollen wir erstmal im Lager wieder was ausliefern? Na, ich glaube, wir müssten schon wieder mal ins Lager. Das macht gerade echt nicht viel Sinn. Wir können ja Weil auch nichts selbst wenn wir finden. jetzt geile Waffen finden, können wir sie nicht mitnehmen. Ja, eben. Wir Aber geh mal zur Tür, kurz zur Bunkertür und hör zu. Und ich höre der Tür zu. Macht's da. Da ist Tim Taylor drin. Ach, da ist er. Man hat kurz seine Hände gesehen. Jetzt könnte ich wieder hacken. Probierst du jetzt mal? Ich habe gar nichts zum Hacken. Bei mir stand gerade wieder F. Ich könnte wieder F drücken. Ich hab nichts. Kann nicht. Hack hart Mach. wieder. Ja, aber Ja, ich krieg mach. das nicht hin. Ja, ich kann leider nicht. Okay, dann probiere ich es nochmal. 160, 160. Ist es jetzt nicht schon? Mach mich bereit, falls die Türen aufgehen und der Prä rennt raus. Ich kann ja rechts gar nichts umstellen. Nee, das war falsch. War die Ah, Zeit warte mal. abgelaufen? Hast du Schraubendreher dabei? Zeit. Ja. Okay, weil den habe ich immer in der Hand danach. Ah, den hast du immer in der Hand. Ja. Also wenn er Das es gemacht heißt. hat, hat er es in der Hand. Also wenn ich F gedrückt hatte. Aber probier es Na, jetzt der noch Hand, mal. was ist das für ein Biest? Vielleicht ist es ganz gut, dass der noch zu ist. Kannst du immer noch nichts machen? Ja, ich muss jetzt den Dietrich auch dingsen. Ah, kann ich trotzdem nichts machen. Ich nehme den mal in die Hand. Das ist sehr merkwürdig.
Ja, ich kann nichts machen. Ich kann schon wieder hacken. Aber ich kapiere das Hacken leider nicht. Shit, Alter, ich würde auch gern hacken. Es ist ja so. Betsy, wo rennst du hin? Oben ist nichts. Achso. Du hast auf der rechten Seite zwei Zahlen. Ein minus 90 und 100 irgendwas. Ja, aber ich kann die nicht verändern. Diese die sollst du auch nicht verändern. Du sollst auf der linken Seite exakt dieselben Zahlen haben. Das ist meine Überlegung. So muss das Hacken sein. Also 60-40. Das heißt, ich muss jetzt hier 60-40 hinkriegen. Ja, musst dann du auf der anderen Seite auch. 60-40 hin. Dass die Spannung 40, aber was ist der blaue ist. Draht? Der blaue ist der. Okay, warte mal. 120, 120. Nee. Ist das schon mal mehr? 60, 80. Öffne die Tür. Scheiße. Hast du's? Ja, aber ich glaube falsch rum, warte. Scheiße, falsch rum war's. Ich hatte es aber falsch rum. Was heißt falsch rum? Es stand 60-40, ich hatte 40-60. Ich dachte, vielleicht geht's trotzdem. Nein. Ja, jetzt kann ich wieder nichts machen erstmal. Aber vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn wir den schon öffnen. Ich will da jetzt rein. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn du dich hacken kannst. Wieso kann ich nicht hacken, oder? Das understand ist, oder? Vielleicht immer nur der, weil ich konnte doch letztens auch nicht, wo du konntest. Vielleicht der als erstes an der Tür dran ist. Ah, kann sein, ja. Das kann sein. Klingt logisch. Kannst du wieder? Ach, du willst echt? Ich möchte jetzt rein, Betsy. Ja, ich kann wieder. Unglaublich, Alter. Er kann wieder. 165,40. Da ist das Urbiest drinnen. Da müssen wir gleich schießen. Das, was da so rausgeglitscht hat, das hat komisch ausgeschaut. Scheiße, jetzt muss ich nur den 1:40 runterkriegen. Nein, die Zeit läuft schon wieder ab. 2:41, scheiße. Nein! Oh, das ist Wahnsinn, das ist schwer. Ja, wenn wir nochmal ganz kurz weggehen oder wegfahren und du gehst dann nochmal als Erster hin? Ja, ich glaube, so läuft das irgendwie nicht. Oder wir schauen, dass wir nochmal einen anderen finden. Oder was ja, ist mit dem, wo wir fahren ja nochmal zurück und du hattest doch auch schon mal einen Bunker, wo wir das hatten. Weißt du noch, wo der war ungefähr? Ich wollte gerade sagen, weißt du noch, wo der war? Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt mal schauen, wie wir gefahren sind. Okay. Ich fahre jetzt mal wieder ganz nochmal zurück. Sind wir über den Feldweg gekommen? Nee, ne? Nee, wir sind über die Hauptstraße gekommen. Mach's gut, Bunker. Ja, aber wenn wir jetzt da drin was gefunden hätten, im Bunker, Zocki, wir hätten es nicht mitnehmen können. Ja gut, fahren wir einfach jetzt mal heim. Warte mal, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich ihn jetzt lang? Fahren wir heim oder nimmt jeder wieder ein Auto? Dann kann man wieder mehr herumdingsen. Weil ich glaube, Flughafen finden wir eh nicht, ne? Wir haben ja eigentlich nur ein Auto genommen wegen am Flughafen. Mhm. Und jetzt war aber eigentlich in dem Gebiet, wo du welche vermutet hattest und da waren keine. Nee, also ja, wir haben es halt nicht gesehen, was wir es machen. Ja gut, wir waren aber an jeder großen Stelle von der Map. Also die zwei
Stellen halt hergegeben haben. Ja, aber das muss ja keine große Stelle sein. Kann ja nur so ein Mini-Flughafen sein mit einem einzigen Gebäude, was uns einfach nicht richtig anzeigen wird. Also, was ich meine? So, also, nee, warte, jetzt fahre ich genau in die falsche Richtung. Ja, jetzt fahrst du in die falsche Richtung. Okay, die nächste quasi dann rechts weg, ne? Ich habe jetzt eine kurze Videopause gemacht, weil mir gesagt worden ist, lange Reisen soll ich bald wegschneiden. Ja, dann mache ich auch mal Pause. Pause weg, hallo. Ist er tot? Nee. Nee. Da kommt noch ein zweiter gleich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da. Ja. Der schiebt sich einfach mal mit dem Auto mit. Der wird gleich wieder aufstehen, nehme ich an. Oder auch nicht. Ne, den haben wir gut weggerotzt. Jetzt schauen wir mal, ob ich hacken kann. Das war das der Bunker, wo ich es versaut habe, glaube ich, gell? Kann sein, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich aber auch. Gut. 90-600 schießt mich tot. Blöd, dass ich dir nicht zuschauen kann. Ja, das ist echt blöd. Aber wir wissen jetzt, du hast anscheinend doch mehr Versuche. Ich kann ganz unten drücken. Okay, ich habe nur mal getestet, okay? Ja, ganz unten, da aktivierst du es dann, wenn du die richtigen Zahlen hast. Das wusste ich nicht. Okay, gut. War mal ein Test. Ich habe jetzt einfach alles aktiviert. Bin von oben nach unten, habe alles drückt. Ganz ehrlich, du siehst mit der Brille so bescheuert aus, man verzeiht dir alles. Ich mag die eh nicht mehr, ehrlich gesagt. Wenn ich dich mit dem Schraubenzieher piekst, glaubst du das weh? Okay, er wird gar nicht zupieksen. Okay. Sonst hätte ich dann gesagt, wenn ich mit dem Katana zupiekse, sagst du mir, ob das wehtut? Schau, er ist wieder da. Er ist wieder an der Tür. Die machen aber nicht das Auto kaputt, oder? Weiß ich gar nicht. So, 160, 200... Warte, blau ist 200. Kurze Frage, hast du die richtigen Waffen einstecken, wenn wir jetzt öffnen? Eine Pistole habe ich und... Das hört sich nicht so an, als ob da eine Pistole reicht. Oh, safe, safe. Und einen Bogen auch nicht, das hört sich nach mehr an. Ah, shit. Oder es sind einfach viele Zombies, das könnte natürlich auch sein. 260, 140. Ah, ich hab's. Jetzt, ich hab's. Ja, ja, dann öffne. Wo ist der Bray? Da steht er. Da steht er, Betsy. Oh. Da. Oh, da ist er. Was ist das für ein Typ? Ich will doch eine andere Waffe, Zocki. Was ist das für ein Typ? Der macht uns kalt. Ich schieße auf ihn, oder? Er hängt fest. Kommt er? Er ist tot. Nee, er ist tot? Er ist durch die Wand geklitscht. Betsy, er ist bei dir drin. Ich weiß nicht, wo er ist. Nee, er liegt doch weg. Da. Nee, er ist weg bei mir. Nein, bei mir liegt er hier am Boden. Mach ihn mal nackig. Mal schauen, was er einhängen hat. Warte. Eine Fuse? Eine Fuse, ja. Nimm die mit. Wichtig, brauchen wir. Safe sogar. Okay. Ich habe auch die Waffe. Sieht aber, ich krieg kein gutes Bild hin, oder weil er weg ist. Oh, warte, was ist das? Geklopfe? Ich glaube, dass hier noch mehr ist. Jetzt höre ich das Baby! Ja? Ich will nicht weiter. Ja. Zocki, warte mal, wie war denn das nochmal? Oh, shit. Hab ich den Akku einhängen? Du weißt schon, wir können nichts mitnehmen. Ja, aber jetzt haben wir es offen. Sollen wir nicht eine Shotty oder irgendwas holen? Nee. Du hast den ja in dem Auto, oder? Ja, aber ich habe nur jetzt einen Bogen gerade. Da kommt was. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Okay, das war ein Spawn-Schrei. Warum wechsle ich schon wieder das Magazin? Warte, ich möchte ihn sehen. Hat der wieder was einstecken? Nee. Doch, wieder eine Fuse. Jetzt haben wir die zweimal. Na gut, Betsy, dann hol halt
Hol halt mal deine Schotti. Mein Gott, was ist das für ein Brief, Alter? War der davor aus den Zombies gespawnt? Ja, das hat man an dem Schrei gehört. Ich treff nicht, wie triffst denn du? Ah! Er ist hinter mir! Betsy, schnell! Schieß auf ihn! Er hat mich! Ich weiß nicht, was ich drücken soll! Mann, ich seh nix! Ich blute stark! Ich kann. Wo ist meine Waffe? Er ist tot. Ich hab keine Munition mehr. Liegt vielleicht da. Es ist scheiße, wenn der immer wieder neues spawnt. Oh scheiße, hier sind noch mehr Zombies. Na, ist eine C1-Ding. Shit. Da, ja. Ah, die Prä-Typen da. Die sterben nicht, hä? Oh ja, die kommen immer wieder neu. Oder es sind halt mehr von denen da. Bist du deppert, der Typ ist stabil gewesen jetzt da. Oh, ich schon wieder ein Zombie. Scheiße, ich kann meine Schotti. Vorsicht, hier kommt zu dir. Wow! Ich hab gar nicht gehört. Ja, meine Waffe ist leer. Ich kann die auch nicht demontieren. Warum kann ich die nicht demontieren? Ah, ich hab noch Munition, okay. Ich hab noch 6 Schuss. Okay, gut. Warte mal, ich schmeiß mal den schlechten Bogen, tue ich mal aus dem Auto raus und tue mal meinen Compound-Bogen rein. Hey, übrigens, wenn du ein Magazin in die Hand nimmst und R drückst, dann lädt er die Munition nach, die er braucht. Ja, habe ich gerade gesehen. Habe ich gestern gelernt. Auf YouTube. So, YouTube verbindet und lernt. Bringt bei. Die Munition. Hoffe, das reicht erstmal. Ich weiß gar nicht, ob wir bereit für den Prey sind, aber ey. Ich blute stark. Ich weiß eben auch nicht. Und wir haben keinen Platz mehr im Auto, weißt du nicht, dass wir jetzt hier umsonst reingehen. Ach Gott, Betsy, wieso tust du mir das an? Wieso ich denn? Du musst es wissen, gehen wir weiter oder nicht? Ey, es juckt mich schon ein bisschen im Kreuz hier, da. Müssen wir halt aufpassen. Schauen wir mal ein Stückchen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum Baby. Warte mal, jetzt schaue ich mal, ob ich hier die Fuse reinkriege. Ach, wir müssen hier wieder hacken. Ja, du weißt, wer hackt. Ja. Ich schaue nur kurz. Bringt dir die Fuse nichts, wenn ich dir die Fuse gebe? Meine Blutung, Alter. Was habe ich denn für meine Blutung? Oh, der Typ ist oben wieder gespawnt. Nicht geil. Ich muss kurz schauen wegen der Blutung. Kannst du mir... Du hast den Shot, oder? Geht das eh? Ja. Wo habe ich es denn jetzt? Mensch, da ist es. Ich meine, sie ist gleich weg, aber... Ich habe doch nur 73 Leben. Aber der spawnt nicht oben. Der kommt von der Decke runter, sehe ich, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob der jetzt spawnt oder von der Decke kommt. Ich glaube, der spawnt immer wieder. Gut, aber wenn er da oben steht, alles cool. Ich versuche zu hacken. Wenn ich einmal falsch hack, dann rennt er zu uns safe. 290, 58. Der klitscht da oben fest, der will sich da und umdrehen zu uns, aber er schafft's nicht. Aha. Ah, da steht's ja eh. Oh Gott, bin ich ein Dämler. Da steht's ja eh. Minus 20. Das halbiert das. Ach, es steht auf den Dingern drauf? Ja, da steht eh. Das habe ich auch nicht gesehen. Okay, wir haben gesagt 290. Das heißt, ich brauche hier. Ach so, warte mal. Wir machen hier plus 80.
Also ich habe den Typen noch im Visier. 290 sind 580. Ich würde am liebsten schießen. 40. Plus 80 kriege ich ja nicht mehr hin. Das macht minus 10, halbiert das. Oh, ist vorbei. Schade, warum? Geht. Okay, er hängt immer noch. Ich höre auch gerade keinen Alarm. Das Baby ist eklig. Oh, warte. Über uns, glaube ich. Ich glaube, da kommt noch einer. Aber hier ist gar kein Loch, wo er runterkommen könnte. Gibt es dort vorne eigentlich auch nicht und ich habe ihn da runterfallen gesehen. Ja, ich glaube, der spawnt einfach immer wieder neu. Okay. Nicht, dass die fehlerhaft sind ohne Keycard oder so. Nee, nee. Aber ich kann gerade nicht. Nicht, dass man jetzt wieder ganz raus muss und von vorne nochmal hacken muss. Ah, jetzt geht's wieder. 160 und 50. 160 haben wir schon. Das heißt, ich brauche... Nein, das halbiert das. Ich brauche nur hier was. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir so drauf gehen werden? Die Hälfte ist es, ist 40. Die Schotti hat bei mir auch jeweils immer nur einen Schuss. Das ist das Problem. Nein, das war das Falsche. Ist das nicht ein Minus? Achso, das macht da drüben auch. Jetzt bin ich bei 360 schon. Warum? Achso, weil da war mal zwei. Oh, du blutest ja noch ziemlich stark. Ja, ich höre einfach nicht auf, Bruder. Mal zwei, dann... Ich verarzte dich mal nebenbei. Danke, das ist sehr lieb von dir. Dann hier die Hälfte. Da macht er plus 40. Hier die Hälfte. Die harte Blutung schon mal weg bei dir. Geht da, da. Hab ich nicht noch irgendwas? Ja, so. Oh ne, schon wieder nichts. Achte auf die Zeit nicht. Er hört einfach nicht auf zum Bluten, gell? Oh, ja. Ich verliere auch Leben. Ich muss mich mal um die Blutung kümmern. Ich habe zum Glück noch ein bisschen. Ich hatte eigentlich mal Verbandspack, aber irgendwie ist das weg. Vielleicht habe ich das ins Auto. Nee, eigentlich nicht. Alles gut, alles gut. Ich habe noch ein bisschen. Ich meine, jetzt ist es unnötig. Naja, aber es geht eigentlich ganz langsam nur zurück. Das ist halt das Miese. Es tut mir jetzt echt leid, aber ich muss einmal kurz in den Bunker pinkeln. Egal. Also ich glaube, den Typen da hinten, den stört es nicht leider, weil schaut er den an. Nee, den stört's nicht. Mag da zuschauen. komischer Fetisch. Ja, ich hab halt so einen komischen Fetisch. Willst du es nochmal versuchen? Ja, ich futter nur schnell was, damit ich mich vielleicht deswegen, ein bisschen hochhalte. Deswegen hat er die Keule in der Hand. Ja, ich hab deine Keule gesehen, da hab ich gleich Bock auf Keule gekriegt. Oh Gott. Was ist mit meinem Verbandspack passiert? Hab ich das weggeschmissen aus? Shit. Alter, was ich da hinter der Tür höre, das klingt ja nicht mehr normal. Das klingt nach sehr vielen Zombies und einem Superzombie. Ja, das gut, aber das Superzombie ist ja anscheinend gar nicht so ein heftiger Dude, Alter. Ganz ehrlich, das klingt trotzdem nach nichts, was wir überleben werden. 90 und 15, minus 10, dann die Hälfte. Das ist minus 40, dann machen wir hier nochmal so. Und minus 10 brauche ich noch und mal 2 ist zu viel. Jetzt brauche ich noch. Ah, shit. Jetzt brauche ich minus 5. Gibt es nicht. Nee. Oh, der Zombie kommt. Wow. Und er ist mit einer Kugel nicht im Arsch. Oh, er hält mir aus, oder? Wow, schieß auf ihn! Der liegt Gott da. Alter! Ach, meine Waffe wurde getroppt schon wieder. Und der hat schon wieder eine Fuse. Was machen wir denn mit den ganzen... Okay, ich blute wieder. Weißt du was, wir fahren als erst daheim, wir machen ja. Das nachher. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Ja, sehe ich auch so. Ich blute schon wieder, feiere ich gerade nicht so. Oh nein, hoffentlich kommen wir hier wieder raus. Oh.
Ja, boah. Jetzt habe ich mich aber anpupselt, Alter. Ja, ich dachte auch kurz, fuck. Aber ich hole wieder meinen Kombaumbogen, glaube ich. Ah, nee, scheiße, jetzt kurz drauf. Ja, machen wir das zur Hase. Aber jetzt, wie ist, haben wir ungefähr eine Ahnung, was uns da drin erwartet? Also, ich habe jetzt zu viel Leben verloren und kaum noch Heilung. Ich ja, vor allem der Auto. Typ spawnt immer nach. Vor allem ist es blöd, wenn ich bei der Shotty immer nachladen muss. Aber jetzt wissen wir zumindest, wo die zwei Bases sind. Und du kannst öffnen, das ist gut. Ich glaube auch, dass wir jetzt bei der anderen, wenn du hinläufst, wieder öffnen können. Vor allen Dingen, vielleicht finden wir da echt guten Shit, aber wir müssen halt auch mit gutem Shit antanzen. Machen ja, wir brauchen halt gut was zum Verteidigen ja. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir da drin sterben werden und nichts rausholen und die Sachen liegen lassen müssen vielleicht. Ja, vor allen Dingen, wenn wir da mit zwei Autos hinfahren, haben wir auch wieder mehr Platz. Ja. Wie lange würden jetzt die Aufnahme gehen? Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind bei 40 Minuten, machen dann wir jetzt Schluss und treffen uns dann wieder. Also vielleicht wieder vor der Base. Ja, genau, machen wir das so. Genau, dann ist nicht so langweiliges Hin- und Herfahren drin und genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Papa. Ciao.